Okay, du hast sehr weiche Reifen mit Rennen drin. Und du hast Medium-Reifen mit Rennen drin. Das folgendermaßen starten wir. Shintino, ganz klar, auf den Soft-Reifen. Die halten 10 Runden. Vielleicht ein bisschen länger. Sagen wir mal, ja, 12 Runden. So Einstoppstrategie mit den Soft-Reifen. Vielleicht ziehen wir am Schluss noch die Medium-Reifen auf. Sie fährt die Medium-Reifen und am Schluss nochmal die Super-Soft-Reifen. Die halten aber ihr länger, die Medium-Reifen. Deswegen müssen wir halt gucken, wie gefahren wird. Aber es kann natürlich auch anfangen zu regnen. Das wissen wir. Ja, es fängt auch direkt aber relativ am Anfang an zu regnen. Das heißt, sie geht auf die Super-Soft-Reifen. Weil es wird sehr, sehr am Anfang regnen, so ungefähr ab der dritten Runde. Dann können wir. Oh, Rodriguez hat Probleme mit dem Nacken. Meine Fahrer sind versetzt zueinander, das ist auch gut. Ja, kein schlechter Start von Cintino. Verliert aber direkt natürlich Plätze. In die Top. Alter, der wird nach hinten gedreht wieder. Sie hat. Was hat sie noch einmal für mega gute Starts? Von 13 auf 8 nach vorne geschossen. Und jetzt natürlich den richtigen Zeitpunkt erwischen, in die Box zu kommen. Motor zurückstellen, Reifen, die werden jetzt bis aufs Äußerste kaputt gefahren. Okay, Unfall, Safety Car. Wir bleiben draußen. Weil wenn ich jetzt zu früh halt die Intermediates hole, sind die zu schnell kaputt. Die ersten werden in die Box kommen. Nein, wird keiner in die Box kommen. Oh, da müssen wir jetzt gucken, wann wir genau in die Box kommen. Es fängt genau jetzt an zu regnen. Das heißt, wir können eigentlich genau beide Fahrer reinholen, auf Intermediates rausfahren lassen. Shintino kommt rein. Intermediates. Alles noch auf Maximum. Sie auch. Sie verliert zwar ein bisschen Zeit, aber ist es Safety Car, dann ist das jetzt nicht so wild, dass man Zeit verliert. Und es ist nur Reifenwechsel, von daher. Hoffen wir mal, wird die Strecke sehr, sehr schnell feucht. Hoffen wir mal. So wie es aussieht, auf jeden Fall. Nur wenn die jetzt nicht reinkommen und wir halt einen Anschluss finden an die vorderen Leute, könnten wir Glück haben. So, es fängt an zu regnen. Boxenstopp. Und Shintino kommt mitten ins Feld raus. Ah, geil, überholt auf der Boxengasse auch noch welche. Danke sehr, wir sind Siebter. Und sie kommt als 16. raus. So, und da wir jetzt Reifen schon verbrauchen wir auch sehr, sehr wenig. Ja, das hat einen Sinn, warum wir jetzt auf Intermediates fahren. Haben vielleicht am Anfang der Runde noch ein paar Probleme vielleicht, aber danach müssen alle in die Box kommen und wir fahren durch. Wir müssen natürlich nicht mehr in die Boxengasse. Das ist eigentlich jetzt schon jetzt langsam der Zeitpunkt, wo halt unsere Reifen besser werden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Die Strecke ist leicht feucht. Jetzt könnte uns in die Karten spielen, könnte natürlich auch den Gegner in die Karte spielen. Nein, das spielt deutlich uns in die Karten. Danke sehr für den Platz, danke sehr für diesen Platz. Es wird zwar wieder trockener. Und das nächste Safety Car ist draußen. Schön, danke. Wir hätten das Rennen jetzt hier zerstört. Och, Mann, oh. Jetzt kommen die ersten vielleicht in die Boxengasse, um sich neue Reifen zu holen. Och Mann, ist unser Rennen zerstört. Gruß, was machst du denn? Och Mann. Aber zumindest führen wir dann das Feld vielleicht an sogar. Die ersten Führungsrunden, die wir dann haben. Oh, die Strecke wird schnell wieder trocken. Kann sein, dass sie hier sogar durchfahren mit den trockenen Reifen. Das wäre aber totaler Schwachsinn. Wäre mir aber recht, weil er kommt nicht in die Boxengasse, außer er entscheidet sich kurzfristig. Ja, bin mal gespannt.
Noch bleiben sie draußen. Und er bleibt draußen. Das heißt, wir haben gleich die ersten Führungsrunden. Und vor allem, man verliert hier gar keine Zeit. In der Boxengasse. Hey, wir können uns so viel Forschung fast herausarbeiten. Wenn es am Schluss trocken wird, haben wir zwar noch einen zusätzlichen Bockenjob, den wir haben. Aber bis dahin haben wir noch ungefähr 5 Runden. Da haben wir so viel Forschung schon rausgefahren. Wir haben schon so viel Sprit gespart. Was ist denn hier los? So, wir können mal ein bisschen aufdrehen. Jetzt schon. Leute, wenn ihr jetzt in die Box kommt, ist ein Fehler. Viel zu spät. Wir holen ihn sogar vor der Startziellinie, wenn es so gut läuft. Und Safety Gas drin, los geht das Rennen und wir starten. Danke sehr und jetzt gehen sie alle in die Box. Haha, viel zu spät. Damit führen wir das Rennen an. Wir haben jetzt mal guten Vorsprung auf unsere Vorderleute. Oh, da haben sie einen Reparaturstopp gemacht, was Rodriguez sehr viel Zeit kostet. Okay, der Graf ist natürlich jetzt nicht langsam. Überrunden. Wir haben Sharp und Rodriguez überrundet. Das ist hier vielleicht die Möglichkeit. Das wäre es ja. Und der kommt in die erste schnelle Runde von uns. Nö. Trocken wird es auf jeden Fall. Fahrer fahren noch auf Trockenreifen rum. Die verlieren ja so viel Zeit jetzt. Man muss halt den richtigen Punkt erwischen. Für den Reifenwechsel wieder. Und dann die ersten jetzt... Oh, Becker fährt wieder auf den Trockenreifen. Was immer noch der falsche Move jetzt ist. Die Strecke wird zwar trocken, aber nicht so schnell trocken. Okay, du hast Probleme mit Bremsen und den Flügeln. Okay, dann machen wir mal, du kommst diese Runde rein. Ziehst dir die Medium-Reifen eigentlich auf. Die könnten definitiv durchhalten. Wir reparieren bei dir mal fast voll viel. Fast voll viel, genau. Okay, wir haben noch nicht 20% verloren auf aufs Getriebe. Das ist aber jetzt das große Reparieren. Hey, wiederum kann er mal richtig Gas geben jetzt. Weil reparieren müssen wir auf jeden Fall bei ihm 3 Sachen. Der kommt erst in die nächste Runde rein. So, er fährt dann aber auch die Medium-Reifen. Weil die halten auf jeden Fall bis zum Schluss jetzt durch. 20 Sekunden. Wir müssen hoffen, dass natürlich jetzt kein Boxenjob schief geht. Da ist ein Fehler bei der Reparatur. Aber wir haben so viel Vorsprung auf unsere Vorderleute. Dafür liegen wir nur auf Lipponen. Und der muss ja auch nochmal in die Boxengasse. So, er fährt auf Mittel und Mittel. Hoffentlich geht da alles gut. Ja, Heckflügel, Aufhängung. Und raus. Perfekter Boxenstopp. So, auf Platz 5. Die Gegner müssen aber alle noch in die Boxengasse. Und jetzt haben wir gerade natürlich wieder die besseren Reifen und es fängt wieder an zu regnen. Was ist das für ein Rennen? Wir können natürlich jetzt weiterfahren, ne? Das ist irgendwie auch kein Problem mit. Ah, der Graf kommt raus, war aber sehr wahrscheinlich ohne Reparatur. Das heißt, wir können die Reifen wieder komplett verbraten. Da es wieder anfängt zu regnen. Und ungefähr in der 19. 20. Runde ist dann die Boxenstoppzeit. Wäre eigentlich wieder Zeit gewesen für die Supersoft-Reifen. Hier kämpfen wir gerade wirklich um Podest. Doch, mir scheißegal, ob der die schnellste Runde fährt. Ja, wir sind repariert. Wir können so durchfahren, indem die Gegner vor uns jetzt alle noch Probleme haben mit der Reparatur.
Woodford auch ausgeschieden. Damit ist Chirot wieder ohne Punkte. Und Hintermann kommt näher. Das heißt, wieder den richtigen Zeitpunkt für den Boxenstopp erwischen und dann ist sogar hier der Sieg sogar drin. Na, aber hier ist das Getriebe halt noch ein Fragezeichen. So, es fängt wieder an zu regnen. Und der Vordermann ist ausgeschieden. Oder nicht ausgeschieden, hat zumindest Probleme. Damit sind wir wieder Erster. Der Verschleiß geht unter die Decke. Ja, okay. Und es wird wieder trocken. Das heißt, wir können jetzt die Reifen schonen und auch Sprit schonen. Dadurch, dass das doch hält. Wir werden zwar vielleicht langsamer, weil viel, ja, ein paar werden jetzt Intermediates aufziehen. Wir werden aber diese Regenphase mal weiterfahren. Nicht in die Box kommen. Nein, du bleibst jetzt draußen. Weil die Mediums, die werden bei uns auf jeden Fall durchhalten. Schon mal die richtige Entscheidung, auf Mediums zu gehen. Okay, könnten eigentlich Intermediates aufziehen, ne? Smith ist raus. Damit sind wir Doppelführung. Da kommst du mal rein. Wir haben noch einen guten Vorsprung. Dann ziehen wir die Intermediates auf. Ja, die Bremsen können wir reparieren. Der Rest muss halten. Sie kann auch in die Box kommen mit Intermediates. Boah. Etwas längerer Stopp. Dann sie fährt aber auf neutral weiter. So, Shintino hat Boxenstopp. Alles gut gegangen. Und er kommt als Führender aus der Boxengasse. Mit dem besseren Reifen. Oder den richtigen Reifen jetzt. Sie fährt auch raus. Natürlich auch jetzt mit den richtigen Reifen. Die wir jetzt auch richtig pushen können eigentlich, die Reifen. Zwar wird am Schluss die Strecke zwar trocken wieder. Einigermaßen. Aber das ist ja nicht so tragisch. Okay, auch mal ein bisschen Gas geben im Motor. Vielleicht schaffen wir es. Platz 2 fährt los und sie schafft es. Wir haben Doppelführung. Und der ist auf Trockenreifen unterwegs. Ist der komplett bescheuert? Okay. Was ist, wie geil ist das denn hier schon? Damit habe ich jetzt wirklich bisher jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass wir eine Runde vor Schluss das Rennen anführen. Überhaupt, dass wir schon in der ersten Saison so weit sind, überhaupt ein Rennen zu gewinnen. Ist ja schon ein Segen, dass wir sehr wahrscheinlich gerade einen Doppelsieg hier rausfahren. Aber wenn das so weitergeht, die komplette Saison, dann aber hallo, dann wird es ja richtig gut. So, Reifen passt alles. Ja, die sind dann zwar ein bisschen zu warm gefahren. Bonchentino gewinnt das erste Rennen. Unglaublich. Edda wird Zweiter, das heißt, es ist ein Doppelsieg. Gonzalez macht es auch noch für Honda komplett. Beim Heimrennen von Honda stehen drei Honda-Motoren oder Quintano auf dem Podest. Das ist ja mal perfekt. Also, so kann es wirklich weitergehen. Geht vermutlich nicht, aber ja, immerhin, wir haben sogar einen Boxenstopp mehr gemacht. Zwei Boxenstopps. Gonzalez fuhr fast komplett durch mit Medium-Reifen. Der musste sehr wahrscheinlich nur rein wegen Reifenwechsel. So, 16 Punkte haben wir jetzt geholt. Plus die 4 am Anfang sind wir bei 20. Jawohl. Sowas sieht man gern direkt in der. Und ja, Shintino führt direkt die Fahrermeisterschaft an. In der primären Saison von Predator Racing. Ja, die auch gleichzeitig direkt mal die Meisterschaft anführen. Also, da haben viele jetzt eine Fehlentscheidung gemacht. Wir haben wirklich in diesem Rennen fast alles richtig gemacht.
im richtigen Moment halt auf die Intermediates gewechselt, durch die Safety-Car-Phase nicht so viel Zeit verloren. Dann am Schluss nochmal auf die Intermediates, aus Sicherheitsgründen. Und da wir auch genügend Vorsprung hatten. So 100% und hier sind 80%. Wir haben auch richtig guten Marktwert jetzt gestiegen. Toll, er hätte natürlich auch einen anderen Dings holen können. Sponsor, aber das weiß man halt ja nie, wo man landet. Aber es ist trotzdem mal eine schöne Momentaufnahme. Ich bedanke mich auf jeden Fall aber, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Rennen auch dabei seid. Also bis dahin. Ciao.